Mit welchem Medium schaffe ich eine durchgehende, gute Informationspolitik im Unternehmen, Büro, Lager und vor allem Fahrpersonal? Diese Frage habe ich auf der WOC-WM von Michael bekommen und diese Frage werde ich im nachfolgenden Video beantworten. Hallo, mein Name ist Andreas Rienhofer und ich bin Geschäftsführer der Firma Innovativ. Bei der Innovativ betreiben wir die Lernplattform Spedifort und wir schreiben uns groß auf die Fahne, Innovationen für die Speditionsbranche zu betreiben. Michael hat uns eine Frage gestellt zum Thema Informationspolitik in Speditionen, wie wir das quasi machen würden. Früher war es so, als ich quasi 2000 in der Branche angefangen habe, hat es oft Rundschreiben gegeben in Unternehmen. Das war auf einem Klemmbrett, dann ist oben ein Text gestanden und drunter von jedem Mitarbeiter quasi das Namenkürzel und das hat dann jeder Mitarbeiter händisch unterschreiben müssen und dann wurde das quasi dann archiviert und abgelegt. In anderen Unternehmen ist es gang und gäbe, dass, sag ich mal, der Chef PowerPoint-Präsentationen rumschickt mit neuen Anweisungen, oder neuen Informationen und dergleichen. Und oft hat man dann die Herausforderung, ach, das habe ich nie gelesen, ach, war das auch für mich, ach, das war im Spam-Ordner und dergleichen. Andere Unternehmen wiederum versuchen sich mit dem Intranet. Man hat ein Sammelsurium an Informationen, wo leider in der Praxis oft das Medium nicht verwendet wird. Das heißt, irgendjemand erstellt zwar die Intranet-Seite und hat Beiträge drauf, aber in Wirklichkeit der Mitarbeiter schaut nicht oft drauf. Genau aus diesem Grund lösen wir mit Spedifort auch oft bestehende Intranet-Systeme in Speditionen ab. Warum machen wir das? Gleich wie unsere normalen Schulungen oder Sicherheitsunterweisungen können Kurzkurse selbst auf unserer Plattform erstellt werden, auch in Form von PowerPoint. Und Sie können somit Informationen an all Ihre Mitarbeiter rausschicken und haben dann auch noch die Gewissheit, welcher User hat es wann gemacht. Und Sie können auch von mir aus oder von Ihnen aus eine kleine Wissensüberprüfung dranhängen. Und das Ganze können Sie selbst auf der Plattform machen, ohne uns zu beauftragen. Also Michael, die Frage ist relativ einfach beantwortet. Meine Antwort ist, ich würde das einfach mit E-Learning lösen und das am besten mit unseren. Wie das Ganze auch in der Praxis aussieht, möchte ich hier einmal kurz zeigen. Also ich habe hier meine E-Learning-Kurse und wir können hier, wie ich schon vorher gesagt habe, ganz einfach selbst E-Learnings erstellen. Wie das geht, sehen Sie bei uns auf unserem YouTube-Kanal oder auf unserer Support-Seite oder wir zeigen das sehr gerne in einem Video her. Was aber der Grund ist, warum wir gerne gekauft werden, ist einfach, wenn ich Admin bin, klicke ich auf Berichte. Ich kann auch mehrere Admins haben, auch für verschiedene Teilbereiche, zum Beispiel den Fuhrparkverantwortlichen, den Lagerverantwortlichen oder für jemanden fürs Büro. Man kann es auch komplett abkapseln von den normalen Arbeitssicherheitsunterweisungen und kann das System quasi somit als Informationssystem verwenden. Und ich klicke hier einfach auf Dashboard und ich würde dann, wenn ich was eigenes, individuelles entwickelt habe, würde ich zum Beispiel hier eine Arbeitsanweisung sehen und dann sehe ich, okay, das sollten in dem Fall zum Beispiel 5 machen. Keiner hat es aber noch gemacht, 2 sind in Bearbeitung und 3 noch nicht gestartet. Wer das Ganze ist, sehe ich sofort hier unten und ich kann mir das Ganze auch aus Excel sofort herunterladen. Und so geht das System auf mich zu und nicht, es ist einfach so, dass man das nur ins System reinstellt, wie auf einer Intranet-Seite und dann wartet, ob es jemand gelesen hat. Und ich habe auch hier sofort den Nachweis, wer hat wann wie was gemacht. Also Michael, ich hoffe, ich habe die Frage somit gut beantworten können. Wenn Sie Fragen haben, bitte stellen Sie mir diese. Auch wenn ich diese Frage mit einem Produkt von uns beantwortet habe, ist diese Frage nicht gestellt. Lassen Sie uns eine Nachricht zukommen, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Bitte hinterlassen Sie ein Gefällt mir. Das ist quasi unser Lohn dafür, für das, dass wir uns hier quasi das Set aufgebaut haben und Ihnen Informationen zukommen lassen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Andreas Rienhofer.